Hallo Leute und willkommen zurück bei Until Dawn. Folgen jetzt immer im 30-Minuten-Takt, in einer Länge von 30 Minuten ungefähr. Pi mal Daumen. Das lasst uns die Story weiter. Oh shit, Ashley. Academic. Alles klar. Können wir den Yeti finden? Oh, hello. Somebody's getting a little friendly. What the fuck? Not in a friend zone kind of way. I might need to check the expiration date on their big breakup. Alles klar. Oh! Hey, whoa. Sorry there. Der war nice. Wir haben mich zwar nicht erschrocken, aber der war nice. Scary, but not like for real. Scary. Oh my gosh. Oh my god. Hey, wow. Man, I'm really sorry, Ash. Damn. It's okay. It's fine. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Let me check it out. Normalerweise würde man jetzt das tun. Ach komm, sind wir mal Arsch. Sure, go ahead. Knock yourself out. Mach mal. Yes. Oh. Son of a bitch. Seriously, Emily? What the hell, man? Hey, listen, it's probably nothing. Nothing, you think? Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? I don't know. Damn it. Ich mag Matt. Matt ist cool. Status Update. Jessica. Da sind wir wieder bei ihr. Ach, heutzutage ist eh jeder am Handy. Yo. Nice. You did not just do that. Put your hands where I can see them. We've got you surrounded. But who am I to retaliate? What choice do I, a supple young rebel girl, have but to surrender to the strapping military guard come to take me into custody? Well, I don't know when you put it like that. Hey! Wie schieße ich nochmal? Nice. Where are you hiding, little chick? Eine romantische Schneeballschlacht im Dunkeln. Oh snap! Oh, ein Spatz, ein Vogel. Das war ein Rotkehlchen, kannst du? Boom, an deinen Hinterkopf. Sie ist gut. Sie ist richtig gut. Oder ich bin gut. Manchmal ist nichts tun der bessere Weg. Okay. Nö. Alles klar. So are we calling it my favor then? Your worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay, that sounds vaguely dirty. My lady. Ja, da funkt's doch. Die küssen sich, natürlich. Wow. Save some for later, buddy. Endless reserves. We should get up to the lodge. Yeah. It's so nice out here, though. Pretty breathtaking.
I mean, I could stay out here for pretty much ever, provided I was hanging out with you the whole time. Just making out? Quote, unquote. Well, I think we might freeze to death somewhere between those quotes. Yeah. Alles klar. Dann friert euch mal zu Tode. Zwischen den Quoten. Mond. Ach nö, nicht schon wieder der Psychodoktor. Hello again. And how are we feeling? Wie fühlen wir uns? In our last session we stepped in der letzten Stunde. Fear of things. Haben wir rausgefunden, dass du Angst vor Dingen hast. Tod. Oder Untod. Diesmal versuchen wir, die Wurzeln dieser Ursache herauszufinden. Das Buch und wechsel die Seiten. Du wirst Bilder und Symbole sehen. Alles klar. Definitiv. Es gibt eher zurückhaltende Menschen und es gibt Menschen mit Flugangst. Aber in Flugzeugen sind auch Mengen von Menschen. Das heißt, wenn wir Menschenmengen nehmen, haben wir auch hier Angst. Nehmen wir mal nur das. Ertrinken. Ich weiß nicht, wenn du fällst und am Boden aufschlägst, bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit sofort tot beim Ertrinken. Ertrinken ist ekelhafter. Keins von beiden. Ach, das ist eine Ringelnatte. Doch, dann die Ringelnatte. Eindeutig, da kann man viel mehr Schmerz zufügen. Wieder die Ringelnatter. Warum sagt es jetzt? Der Joker. Ich finde Clowns richtig uncool. Schwer. Ich habe mit beiden keine Probleme. Darf ich was anderes wählen? Oh Mann. Und theoretisch ist das ekliger. Did I startle you? So sorry. You're doing very well. Sei nicht nervös. Try to speed up. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be, and the more enlightening you will find this experience. Okay, ich mag keine Spinnen. Ich persönlich. Spritzen, definitiv Spritzen. Zombies sind cool, Clowns sind kacke. Spritzen. Gewitter oder Spritzen? Die Spritzen. Nadeln. This is very interesting. Thank you. Das ist interessant. Danke fürs Beantworten. Intelligent. Spinnen. Clowns. Und Nadeln. Das ist eine Kombination. Klingt wie Freitagnacht. Well, I'm afraid once again we're out of time, but
Ist die Zeit schon wieder vorbei? Aber ich verspreche, wir werden uns bald wieder sprechen. Darf ich weiterspielen? Kollege? Previously on Until Dawn. Don't you guys think this is a little bit... Oh, come on. She deserves it. Hannah! What's going on? Where's my sister going? It was just a prank, Han. The murderer. No! Genickbruch. First off, I gotta say, I am super excited to welcome all my pals back to the annual Blackwood Winter Getaway. I really want to spend some quality time with each and every one of you and wenn sie sich wieder treffen, da würde er sich sehr freuen. For the sake of my sisters. I need to go find Sam. Son of a bitch. So, I got moved to the back. And next to Josh. That's how we met. Boom. Butterfly effect. Man, I feel like this mountain gets bigger every time I climb. Dunkelheit. It feels the same to me. Also eigentlich wäre jetzt hier mit dem Rückblick, wäre das der Part sozusagen beendet, also vor dem Rückblick. Aber den lasse ich jetzt hier noch im Part ab dem nächsten Mal. Also vor den 30 Minuten, wenn man das versteht. Entweder 30 Minuten oder vor dem Kapitelwechsel. I guess that's true. When are you gonna install some cell towers up here? I'm getting withdrawals already. You got a spare million lying around and I'll fix you right up. Funny you should say that. I think I left it in my other jacket. Oops. Ja, das hat er hat seine Ding wohl in der anderen Tasche vergessen. Seid ihr alle okay? Ja. Mehr oder weniger. Was ist mit ihm? Yo, yo, yo! You got things moving up here or what? Yeah, man. Machen wir mal Sorgen. Hey, you doing all right? I know it must be really tough about your sister. Stop. I just meant that... No, I know what you meant. You know, seriously, I'm over it. And I just want us to have a good time, you know? Like we always used to. Okay. Damn it. It's a freaking thing. It's a heist? What else? Maybe there's another way in. There are a million ways in. They're just all locked. Es gibt eine Million Wege rein. Around the corner we can get, like, get open or something. Vielleicht können wir ein Fenster öffnen und einsteigen. Break in. Warte eine Sekunde. Sagst du, wir sollen einbrechen? Hey. Ich meine, es ist kein Einbrechen, wenn es dir gehört. Hey. Lead the way, Coaches. Zeig mir den Weg. Was dann mal Coaches sind. Hey, Ash. Hi, Chris. Hey, Ash. Hallo, Chris. Sind wir mal freundlich. Wie geht's? Gut. Oh, it's a bit cold. I could use some time curled up by the fire. Yeah, that does sound pretty nice. Wärme würde schon nice sein. Schauen wir uns mal um. Okay, hier kann ich nicht lernen. Ups. Was hat er so durch? Jess. Er hat schon mies mit Jess. Ach, okay. Und da kann ich nicht rein. Kann ich auch nicht rum. Dann nach unten. Dö, dö, dö.
Sieht sehr gut aus. Oder? She's like a sleeper hit kind of gal, you know? And I just want to rip that Parker right off of her and make some snow angels, right? Alles klar. Klar. Absolutely. When are you gonna take her to the bone zone? Like that could ever happen. Come on, man. Sheesh. She spends her entire life with you as it is. Well, yeah, but we're like friends. Ja, sind nur Freunde. Hör zu, sieh schon, diese wunderschönen Berge. Zu seinen Eltern? Ripe scenario, just dripping with erotic possibilities. You and Ashley, alone at last. You've laid all the groundwork. You've been a perfect gentleman. Now, you come in for the kill. Ich weiß nicht. I don't know, man. How can you not know? What if it's like weird? What if she might like want to be friends with me anymore if I try something like that? I mean, weren't you just listening? You gotta buck up, bro. Grow a pair. So, how are we planning on breaking into my parents' lodge, bud? Well, I didn't say I had a plan. You sounded like you had a plan. You better deliver, Koshis, or else you got four lovely ladies who are gonna be freezing their buns off. And last time I checked, that's not a good way to get laid. Ja, das ist natürlich nicht geil, wenn sie frieren. Hier irgendwas. Hallo? Kamera? Okay, ist eine Axt. Da war eine Axt. Ein leerer Axthalter. Haben wir schon drei, jetzt zwei andere Dinger vergessen oder was? Hinweise. Ach du Scheiße. Warum muss ich mein GPS ausmachen? Ja, schieben! Schieben! Pff, Mann, ey, ich hab mir eingekackt. Das war gelernt, also rum. Ja. Nächstes Mal. Ich hätte besser aufpassen sollen. In den Kletterstab. Du weißt doch. Hat sich das so geklettert? Hab ich das gemacht? Ich glaube nicht. Benutzt das. Feuerzeug 100 Pro. A lighter. Whoa, Chris, I just got an awesome idea. Yeah? Ich habe eine geile Idee. What is it? Ja. Okay, so I'm pretty welche sure denn? That I've got ich bin mir sehr sicher, dass ich ein Deodorant im Bad habe. Kannst du das benutzen mit dem Feuerzeug? Ich kann nicht folgen. Sprüh's an mit der Flasche. Ah, jetzt habe ich Flammenwerfer. Ja, mir Typen. Bye bye frozen lock. Bingo. Alright, so you got this. I'm gonna go sort something out. You up for hunting around in the dark for a little bit? Das was ich gerade. Das Scheiße. Nope, but I'll do it. Godspeed, Pilgrim. Okay. Alles klar. Da ist noch was. Ah. Er ist braun. Verlust. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt, wo geht's denn hier regulär lang? Ich will noch nicht den regulären Weg gehen. Weil ich will ja möglichst viel finden und erkunden. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Okay.
ist cool. Ist cool. Familienporträt. Ein Porträt von der Washington Family. Okay, Hannah trägt irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, was locked ist. Nein. Halt dein Maul. Ich will mir jetzt nicht in die Hose kacken. Halt, ging es da noch lang? Nein. Alles klar. Ist immer noch gefroren. Genie. Hi Chris, very funny. Oh, how'd you know it was me? Shouldn't you be like getting the lock open or something? On it. Geiler Typ. Okay, jetzt ist mit der Alarm. Aber ist irgendwas im Haus? Oder vielleicht soll ich denken, es ist irgendwas im Haus. Dabei ist gar nichts im Haus. Okay, der Fernseher ist nicht aktiv. Fehlt gerade der Strom. Kann ich da irgendwie rausgucken oder so? Nein. Ich flüstert mir irgendwas ins Ohr, das ist sehr beunruhigend. In dem Raum sonst noch irgendwas. Da ist noch eine Tür. Da liegt noch was auf dem Tisch. Wieder ein Familienfoto. Ready for the Senior Prom. 25.04.2013. Okay. Ich gehe mal durch den offenen Türgang-Ding. Hier durch, genau. Da ist wieder was. Telefon. Hä, das hatte ich doch schon. Von meinem Polizei-Officer. Über einen Typen, der aus dem Gefängnis entlassen wurde. Klingt wie eine Warnung. Oder ausgebrochen? Hi, Mrs. Washington. This is Sergeant Tate again. It's bad news, I'm afraid. We've been through the case files and there's nothing we can do. He's a free man. We don't have the legal power to restrict his movement. I know it's not what you wanted to hear. Also es ist kein netter Typ anscheinend, der freigekommen ist. Okay, die Tür geht nicht auf. Ach du Scheiße. Okay. Sieht nicht aus, als wäre hier gerade noch was. Gehen wir mal die Treppe hoch. Shit. Also die Atmosphäre in dem Spiel ist schon krass gerade.
Mach das Fenster mal zu, bitte. Dann mach das Fenster halt nicht zu. Halt ich gehe erst da oben in dem Weg hier entlang. Ist nix, ist nix. Ist immer noch nix. Da liegt auch nix. Ein chilliges Sofa. Regale, Regale, Regale. Okay. Die Tür ist auch verschlossen. Shit. Warum ist denn hier jeder Scheiß verschlossen, Alter? Kann doch nicht sein. Denn? Eine kleine Kamera. Die Gewinner von einem Film Dreh oder so. Das sieht aus wie ein Bad. Halt, war da hinten noch gerade ein Hinweis? Nein, war nur ein Lichtschalter. Ist dann wohl doch immer noch kein Bad. Ich will da nicht rein. Okay, was ist hier? Okay, schauen wir mal. Gehen wir nochmal zur Tür. Da war jetzt nichts. Aber, was sich hinter dieser Tür befindet, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Until Dawn. Bis dahin, Cheerio.